Das ist natürlich nicht beantwortbar für mich. Dafür bin ich zu weit weg und kann nicht die Tagesdetails sehen. Aber es gibt ja natürlich ein paar Dinge, die man von außen sehen kann. Aufgrund des großen Erfolges, aufgrund der letzten 3 Jahre mit Double gewonnen, zum ersten Mal, Meister zweimal geworden, dann nochmal Pokalfinale und Champions League Finale. Das sind natürlich alles sehr, sehr positive Erlebnisse gewesen. Und dann ist ja eine logische Konsequenz, dass es irgendwann mal auch einen Schritt zurückgeht. Aber dann treffen viele Punkte drauf zu. Lewandowski weg, Götze weg zum Erzrivalen. Dann die Weltmeisterschaft, Hummels, Großkreuz, die Borussia-Spieler insgesamt nicht in der Form, Weidenfeller, Torwartwechsel. Das sind ja alles dann Punkte, die dazugehören. Und ich glaube, dass die Gesamtkonstellation mit der Champions-League-Belastung, wo man ja sehr erfolgreich spielt und der Bundesliga jetzt eine Gefahr wird, weil das haben wir in den 90er Jahren auch erlebt, dass dann das tägliche Brot am Wochenende der Bundesliga plötzlich total schwer fällt. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn man das wechseln kann, und sagen kann, wir genießen die Champions League jetzt noch jede Runde, aber am Wochenende in der Bundesliga, sonst steigen wir ab, dann wird Borussia Dortmund natürlich auch drinbleiben. Ja, überdimensional gut, weil das Potenzial ist doch da. Wir haben gerade von den Erfolgen geredet, ein Großteil der Spieler ist ja auch noch da. Ja, es sind zwar 2 wichtige Spieler gegangen und es gab auch ein paar Wechsel. Und dass man Lewandowski von heute auf morgen auch nicht ersetzen kann, ist auch klar. Aber diese Sturmkonstellation ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Du brauchst gerade auch gegen den Abstieg natürlich einen Top-Goalscorer. Und daran hapert es im Moment bei Borussia Dortmund. Ich würde aber trotzdem dann eher mal in der Defensive ansetzen, wenn man erstmal zu Null spielt und wenn Hummels die Viererkette wieder führt, was er ja wirklich kann, für mich der beste Innenverteidiger der Welt, dann wird Borussia Dortmund nicht absteigen. Also nicht in akuter Abstiegsgefahr. Natürlich sind sie in akuter Abstiegsgefahr. Ganz im Gegenteil. Sie sind extrem in Abstiegsgefahr. Also das will ich gar nicht schönreden wie alle anderen. Und wenn man eben diese Punkte, die wir gerade angesprochen haben, es ist ja auch immer einfach, das zu sagen. Aber ich weiß, ich bin Trainer, Fußballlehrer und ich weiß genau, wie es Jürgen Klopp gerade geht. Und das Ruder jetzt rumzureißen mit den ganzen Voraussetzungen, die eben gerade gegen Dortmund sprechen, nach WM und Spielerwechsel, all was das dazugekommen, neue Spieler brauchen Zeit und jetzt spielst du plötzlich gegen Abstieg, fährst nach Werder, die sind Letzter und verlierst da. Na, wenn du dann nicht in Abstiegsgefahr bist, wann denn dann?